Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mobile Tycoon. Es war gerade der erste, heißt, uns wurde ein bisschen Geld abgezogen. Das sollte uns aber erstmal zumindest nicht interessieren. Wir gehen nämlich rein in das Betriebssystem erforschen und das bedeutet für euch ein kurzer Cut, für mich ein bisschen mehr. Denn wir müssen hier mal schauen, was wir überall nachrüsten müssen, denn wir sehen schon, wir haben es am Ende der letzten Folge ein bisschen vernachlässigt. Deswegen für euch ein kurzer Cut und damit sehen wir uns gleich. So, erforscht haben wir viel und wir haben auch nur noch 130 Millionen. Das ist wirklich nur noch, weil wir haben 50 Millionen halt an laufenden Kosten. Bedeutet für uns, richtig nachzurüsten jetzt. Hier gehen wir schön hoch. Wir mussten viel nachrüsten, ehrlicherweise. Hier jetzt noch nicht so ganz, aber hier war ziemlich kostenspielig auch hier. Ja, und nicht nur hier, sondern allein das. Schon Webbrowser haben wir sogar noch nicht mal geforscht. Nein, das war ziemlich kostenintensiv und ihr seht schon, wir sind auch nicht mal jetzt auf 100. Und das nur die drei waren schon bei 1000. Das ist einiges. Deswegen, boah, weiß ich nicht, ob das wieder so krass sein wird. Deswegen gehen wir hier rein. Na Moment, wir hatten sogar mehr. Ja, gehen wir mal auf das Maximum. Gehen wir mal hier. Das Maximum hatten wir, glaube ich, schon. Ja, nichtsdestotrotz gehen wir jetzt hier rein. Es soll deutlich teurer werden. 24 Dollar pro Ding soll es kosten. Es wird ziemlich schnell jetzt sein, hoffentlich. Wir brauchen auch das Geld so dringend. Keine Werbung, weil wir haben schon genügend Marketing. Billiges Produkt insgesamt. Ja, nicht so ganz so krass, aber ich denke immer hoffentlich auf Platz 1. Ja. Okay, dann heißt es jetzt hier, schön zuschauen, Android 5 wird weggeschaltet. Und dann heißt es, erstmal schauen, was hier jetzt noch so passiert. Ausgaben haben wir halt relativ hohe. Bedeutet auch, wir sollten uns definitiv am Handy ranhalten, weil das halt immer unsere höchsten Einnahmen sind, die wir haben. Bedeutet jetzt hier und hier einmal investieren und dann direkt mal das Handy rausbringen. Mit dem neuen System bedeutet für uns hier 16 reinklatschen und dann hier überall das Neueste und selbst hier sind sie so teuer geworden. Ich bin froh, dass wir hier uns ein bisschen einsparen können. Genau, dann schauen wir hier mal. Ja, wir sind ein bisschen abgerutscht. Hier kommen wir aber wieder dran. Perfekt. Hier genauso 120% sogar. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Zack, zack, zack. Dann müssen wir das hier noch erhöhen. Genauso wie das und das. So, dann erhöhen wir doch das dann noch. Das können wir endlich auch erhöhen. Den Speicherplatz ging eine Zeit lang erstmal nicht. Genau, dann hier, da sind wir wieder auf 100. Das passt uns auch. Hier kommen wir gut voran. Hier kommen wir gut voran. Halt. Und da, Moment, konnten wir hier nicht was drücken? Ja, umgekehrtes Laden. Oh, das haben wir, glaube ich, schon länger. Ich glaube, das habe ich die ganze Zeit nicht gehabt jetzt. Ups. Okay, ein bisschen türkiser soll es wieder werden. Wir können auch von mir aus gerne nach Designs wieder gucken. Ja, auffällig ist, glaube ich, das. Das haben wir eigentlich. Also, wir haben ja schon eh fast alles. Bis auf das hier. Das können wir mal freischalten. Das hier können wir auch freischalten. So, und den Rest haben wir eh schon. Das heißt, wir gehen einfach mal hier hin. Haben wir eh gerade neu freigeschaltet. Final Pro-Variante bedeutet der Name aus. Hier. Gucken wir mal drauf. Hier gehen wir mal auf die 3599. Ja, dann fangen wir aus 98. Zack, rein geht's. Ja, dann das nächste Handy. Das muss funken. So viel Geld haben wir leider nicht. Und es muss vor dem neuen Monat rauskommen, weil sonst wird es auch schwer mit den Kopien zu erstellen. Und es muss auch durchschlagen. Wir brauchen Forschungspunkte. Wir brauchen das Geld, um neue Sachen freizuschalten. Heißt, gerade sind wir in einer kleineren Krise. Ich will es noch nicht richtig Krise nennen, aber. Wir sind in einer Phase, wo es auf jeden Fall bedenklich werden kann. Wir warten jetzt trotzdem nochmal auf die 200 Millionen. Das haben wir jetzt auch. Dann gehen wir hier schön rein. Teuer ist es. Wir machen 77.000 Kopien. 7,7, 7,7, 8,3, 8. Das klingt doch perfekt. Das ist auch perfekt. 7,9. Das sollte ein Verkaufshit werden. Hoffen wir einfach mal natürlich. Aber es sieht auch danach aus. Sehen wir es direkt uns an. Erster Punkt war, weiß ich nicht, aber der zweite geht auf jeden Fall hoch und wie 128 Millionen direkt verkauft. Zack, boom, fertig. So kann man es, glaube ich, ein bisschen verkürzt sagen. Es war wirklich extrem schnell. So, machen wir weiter. Ich würde sagen, direkt, ja, mit was machen wir weiter? Mit Bildschirmtechnologie, Bildschirmauflösung und damit sind auch so gut wie alle Punkte direkt mal weg.
Studie reinklatschen, nächstes Level freigeschaltet, zack. Ja, die 9 Punkte sind zwar jetzt nicht unfassbar viel, ich würde trotzdem sagen, wir gehen rein in dieses Handy hier, sagen der 18er Handy, das 18er Handy kommt rein. Wir benutzen unser iOS-System, damit sind wir zumindest deutlich zufriedener. Oder gibt es hier Punkte? Webbrowser. Die haben sogar mehrere Punkte, wo sie schlechter sind. Also nein, werden wir nicht verwenden. So, hier können wir hochschalten. Hier auch. Da sind wir sehr gut mit 2K unterwegs. Der Rest dürfte ja alles eigentlich noch so eingestellt sein. Deswegen gehen wir direkt mal weiter. Machen das Ganze auf 5. 3547, also 3547. Dann wird hier fleißig weitergeackert. 20 Millionen Fans könnten wir sogar heute definitiv noch schaffen. In dieser letzten Folge, was ich heute bisher noch gar nicht gesagt habe. Es wird die letzte Folge sein, definitiv. Wir können uns auch gerne mal jetzt hier die Maßstäbe anschauen. Wir sind hier oft genug auf Platz 1. Genauso wie hier. Das passt uns, das reicht uns. Und dann gehen wir auch nochmal auf Firmen. Ja, Techno zieht auch mit, leider. Zu gut. Das braucht definitiv noch. Ich weiß auch gar nicht, wenn wir die kaufen wollen würden, bräuchten wir... Ja, wie viel bräuchten wir denn? Ah, 34 Billionen. Ja, okay, da sind wir ein bisschen weit weg. Können wir... Moment, können wir von uns was verkaufen? Oh, nee, können wir nicht. Okay, ja, ja. Ist gut zu wissen. Boah, aber unsere Einnahmen steigern sich extrem, also ja, ich würde sagen, das Handy ist auch gleich draußen, 19 Millionen Fans dürften wir auch relativ schnell erreichen jetzt. Ja, wir warten noch mal kurz, weil gerade 50 Millionen abgezogen wurden. Lass da noch mal ein paar Einnahmen reinkommen, damit wir mehr machen können, 260. Ja, hört sich besser an, machen wir auch knapp 100.000, machen wir jetzt 6,7, 7,9, zack, direkt weitergeballert mit 7,4, das dürfte auch ein Verkaufshit werden, hoffentlich, so ist es auch, seht ihr ja selbst. Ja, dadurch machen wir nochmal ordentlich Gewinne, verdientermaßen auch, ehrlicherweise. Ja, deswegen, mal schauen, was wir auch noch weiterhin hier machen können, lieber schon maximal, also wir sind so gut wie am Ende, seht ihr ja selber. Hier weiß ich gar nicht, was das maximal ist. Wir haben jetzt ordentlich auch, ja, ziemlich in die Breite investiert. Und machen auch weiter. Warten ein bisschen, der Verkauf ist abgeschlossen. Wir haben 390 Millionen erreicht. Vielleicht noch die 400, ja, beziehungsweise werden jetzt gleich nochmal ordentlich Geld abgezogen. Hier die 58 Millionen, wir haben mittlerweile 60 Millionen Ausgaben. Ist viel, lohnt sich aber aktuell. So. Dadurch, dass wir hier auch unfassbar in die Breite gegangen sind, würde ich auch sagen, gehen wir in die Bildschirmbreite zumindest einmal rein. Und ja, warten nochmal kurz, damit wir auch mal technologisches nochmal kurz ein bisschen zumindest upgraden können. 115 sollte vielleicht auch dafür ausreichen. Genau, Bildschirmhelligkeit ist immer ein wichtiger Punkt. Machen wir direkt mal und gehen in die 16er Pro bei der Flip-Edition rein. Genau, hier natürlich das teuerste, hier gehen wir auf unser System, ist einfach besser, nicer, ja, immer noch, weil verdienen die 15 Euro mehr pro Ding als wir, ist ja gut, dass wir mittlerweile selber eins haben. Hier gehen wir natürlich hoch, hier auch nochmal, das passt, ist auf jeden Fall zum anderen Flip auch nochmal eine Steigerung, was ja gut ist, ist ja nichts Negatives. Genau, hier sollte dann eigentlich alles passen. Da haben wir eigentlich fast nichts geändert. So ist es auch. Dann machen wir jetzt hier schön noch das rein. Verkaufen es dann für einen hoffentlich guten Wert. Aber ein bisschen teurer auf jeden Fall. Machen wir, ja, um 100er würde ich sagen teurer. Ja, nicht ganz. Machen wir um 99 Euro teurer. Genau das ist Marketing, Freunde. Es ist nicht 100 Euro teurer, sondern 99. Ja, egal. Ja, Betriebssystem funktioniert eigentlich immer noch super. Wir sind mega zufrieden. Wir sind richtig gut drauf hier überall. Bedeutet, wir können schön weiterentwickeln, schön weiter Geld verdienen ohne Ende. Ja, Ausgaben sind zwar ziemlich hoch aktuell, aber ich würde sagen, zufriedenstellend. Hier gehen wir auf jeden Fall weiter. Zack, keine Präsentation brauchen wir nicht. 116.000 werden jetzt verkauft. 7,6, 5,9, 6,1, ein bisschen schlechter, aber immer noch 6,6. Sollte
sich ebenfalls sehr, sehr gut verkaufen, hoffentlich. Ja, dadurch machen wir natürlich ein bisschen Minus. Es stellte sich heraus, dass mehrere Chargen fehlerhaft waren. 700 Exemplare ist noch verkraftbar, würde ich zumindest sagen. Genau, dadurch jetzt für euch ein kleiner Cut. Ich werde ab und zu vielleicht nochmal ein paar Handys erstellen. Für euch aber ein kleiner Cut, denn ich würde sagen, wir sehen uns bei 600 Millionen, wo wir ja eh nicht mehr ganz so weit weg sind. So, das Handy hat aufgehört, sich zu verkaufen. Und nach diesem Handy haben wir 858 Millionen, heißt einiges. Und damit gehen wir in den Prozessoren rein, die 600 Millionen allerdings kosten. Und deshalb nochmal hier die Sache, ich werde noch ein Handy machen mit nochmal Forschung, damit wir wirklich sehr gut ausgerüstet sind. Damit wir noch Geld haben für weitere Produktionen, wie zum Beispiel das Handy, machen wir einfach. Was ich jetzt auch sagen muss, ich habe ja unser Betriebssystem komplett vernachlässigt, also wirklich komplett, bin darauf überhaupt nicht mehr gegangen. Nur damit ihr da Bescheid wisst, wasserfest wird es jetzt auf jeden Fall noch gemacht. Speicherkapazität wird auch nochmal richtig hochgedrungen, geblieben. RAM ebenfalls bei der Kamera. Ja, habe ich auch aktuell zumindest den aktuellen Fokus darauf einigermaßen verloren. Ihr werdet es jetzt sehen. Wir machen ein Flip-Handy, da habe ich nämlich überhaupt nicht weitergemacht. Ich habe bisher nur normale Handys rausgehauen. Es ist alles sehr, sehr viel teurer geworden, wenn man sich das hier so ansieht. Windows als auch also Microsoft als auch Google, ja, unterscheiden sich kaum. Hier seht ihr schon anfängliche Sachen, wo sich vielleicht was geändert hat. Wir haben sind mega auf die Qualität gegangen. Also ihr seht gerade alle Updates, die ich wirklich gemacht habe, seht ihr jetzt auch. Weil da, wie gesagt, habe ich überhaupt nicht weitergemacht. Das heißt, ihr seht alles, was ich gerade geupgradet habe oder gemacht habe, beinhaltet natürlich das hier, das, das und ja, auch die vierte Kamera zum Beispiel ist ein neues Ding bei uns. Und ja, die Kamera ist auch mittlerweile auf Maximum, zumindest von der Anzahl der Linsen her. Bedeutet, da können wir zumindest nicht mehr upgraden, was ja ein kleiner Vorteil zumindest auch ist. Hier gehen wir auch mal richtig hoch wieder. Genau, das waren einige Jahre jetzt, die ich gemacht habe, zumindest einige Monate auf jeden Fall. Der Prozessor unterstützt die RAM-Sache nicht. Nee. Die Speicherfrequenz ist wahrscheinlich, oder? Ja. Das ist ja öfters hier das Problem. Genau, wir haben auch räumliches Audio gemacht. Wir haben eigentlich alles gemacht, gefühlt. Irgendwo irgendetwas gemacht. Ihr seht es ja selber, also wir können hier richtig viel upgraden sogar. Für die Verhältnisse, dass ich nichts gemacht habe bei diesem Handy. Wir werden das mal ein bisschen grauer halten, was so leicht ins Bläuliche reingeht. Es ist keine Pro-Edition, das heißt, der Name bleibt aus. Und damit gehen wir auch zum Verkauf und ihr seht schon die Preise, die sind absurd. Ich hoffe, die werden nicht in der Realität so, weil das ist wirklich absurd. $4,296 kostet unser Handy. Ja, das möchten wir natürlich jetzt gut vermarkten, gut verkaufen. Ich meine, die Ausgaben sind hoch, deswegen lasst euch nicht blenden, wie viel Geld wir gerade haben. Monatliche Ausgaben von 66 Millionen, wöchentliche Kosten nochmal von 800.000 für Marketing. Ja, und dann, wie gesagt, die Betriebssysteme habe ich kaum irgendetwas gemacht. Bedeutet hier, ja, ist es die ganze Zeit schon so, hat sich nicht verbessert, nicht verschlechtert, deswegen bin ich damit auch sehr zufrieden. Noch zumindest, wir gehen jetzt hier auch rein mit den Verkaufen, möchten keine Präsentation halten und gehen hier all in rein. 254.000 jetzt, ja, ist die Bewertung natürlich entscheidend, ob es ein Hot oder Flop ist. Es ist bei 6,2, solange hier Hashtag 1 steht, habe ich mittlerweile zumindest gelernt. Ja, verkauft sich immer das recht schnell, recht hoch und recht viel, deswegen bin ich zufrieden. Es ist auf 1, deswegen 142 Millionen der erste Strich direkt mal nach oben. Wir haben auch fast 21 Millionen Fans. Auch da richtig, richtig viel. Forschung geht unfassbar schnell hoch mittlerweile, wenn wir gute Handys rausbringen. Habe ich auch erst ziemlich spät gelernt, muss ich ehrlicherweise gestehen. So, die 500 Millionen Grenze haben wir auf jeden Fall geschafft, wenn die 600 Millionen Grenze auch. Auch selbst mit Abgaben wäre ganz nett, vielleicht die 1 Milliarde zu knacken. Ob das möglich wird, werden wir sehen. Ich hoffe es natürlich auf jeden Fall. Die 800 haben wir geknackt, auf gar kein Problem.
900 Millionen haben wir jetzt auch. Wie gesagt, die 1 Milliarde wäre gar nicht so schlecht. Und die haben wir jetzt auch geschafft. 1 Milliarde haben wir auf dem Konto. Und es geht sogar noch weiter. Jetzt wird er jetzt verkauft. Und jetzt wird auch gekauft. Und zwar den Prozessor. Ich habe richtig Bock, Prozessoren zu entwickeln. Damit könnten wir uns einiges auch nochmal sparen. Das heißt, freigeschaltet ist es. Forschungspunkte haben wir auch. Ja, ich würde trotz alledem erstmal weiterhin in ein Handy investieren. Wir haben uns das jetzt zumindest erstmal gekauft, ja, aber die Forschung muss natürlich noch viel weiterentwickelt sein. Deswegen werden wir hier erstmal sagen, wir gehen mehr auf Kamera, hier zum Beispiel, hier auch nochmal optische Stabilisierung, auch nochmal Zeitlupe, machen wir auch nochmal ganz schnell fix rein. Dann haben wir noch 85, die investieren wir hier nochmal, dann warten wir tatsächlich nochmal ganz kurz. Genau, reicht auch schon, zack, investieren, boom. Fertig, neues Handy. So läuft das eigentlich schon fast die ganze Zeit, wie ich es jetzt gemacht habe. 17 Pro. Ja, ihr seht selber, 1406. Also, wir könnten uns da echt dumm und dämlich verdienen. So, mittlerweile gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Microsoft und den anderen. Dadurch, dass wir die ganze Zeit bei Google geblieben sind, würde ich sagen, bleiben wir weiterhin bei Google. Hier können wir jetzt ein bisschen verbessern, über 100 kommen. Ist auf jeden Fall auch nichts Schlechtes. Zack. Das nochmal bei allen Kameras, bei Linsen. Kamera ist es ja eh nur eine, aber bei allen Linsen auf jeden Fall. Ich finde es interessant, dass wir halt überhaupt nicht hier vorankommen, bei den einen zumindest. Aber bei den Rest ebenfalls, da können wir jetzt auch sogar upgraden. Heißt, die haben hier auch draufgelegt. Ich bin auch sehr gespannt, wie viel Forschungspunkte es alles kosten wird. Es ist die Pro-Edition, deswegen Name hinten dran. Konzentration, ich möchte nämlich keinen Fehler machen. Ein bisschen teurer wird's. 4596. Level haben wir auch schön und fein brav weitergemacht. Wir können gemeinsam mal kurz drauf schauen. Okay, es ist gar nicht mal so viel. Ich habe deutlich mehr gerechnet. Wirklich deutlich mehr. Raytracing können wir dann nochmal schauen, wenn wir richtig viel Forschungspunkte haben. Wie gesagt, wir werden es jetzt erstmal nicht mehr ausgeben fürs Handy. Oh nein, investieren. 21 Millionen. Boah, 30, wir konnten tatsächlich was verdienen. Ja, okay. Ist nice to have. Bringt uns aber aktuell zumindest nichts. Ich bin auch sehr gespannt, wie teuer die Prozessoren sind, weil zum Beispiel ja bei unserem, jetzt habe ich den Namen vergessen, bei unserem Betriebssystem ist es ja so, dass du ja etwas zahlen musst. Also die 2 Millionen, 3 Millionen oder sonst was können wir uns leisten, keine Frage. Aber ich bin sehr gespannt, ob das bei den Prozessoren ja extrem in die Höhe steigt. Ich hoffe natürlich nicht. Jetzt wird erstmal unser Handy rausgebracht, damit wir auch ordentlich Forschungspunkte erzielen. Natürlich all in 8,1 sogar. Sehr stark. Wow. Dafür, dass ich mir nicht so viel Mühe gegeben habe, ist das eigentlich relativ viel. 88 Millionen, das sollte sich aber dringendst und schleunigst ändern. Das sollte ziemlich schnell hochgehen. Wir warten jetzt tatsächlich auf die 1000 Forschungspunkte, die wir dann ordentlich investieren werden in dieser ganzen Geschichte. Die haben wir nämlich jetzt auch erreicht. Ich will tatsächlich nochmal auf 500 Millionen dann noch warten. Behördliche Anordnung, ja, weil wir jetzt eh forschen wollen. Wir gehen zuallererst hier mal auf diese 500 Dinger entsperrt, damit wir das hier machen können. So, gehen wir circa mal überall auf dasselbe, wobei das glaube ich nicht komplett möglich ist. 16, 16, so 16. Ah, ja, okay, jetzt habe ich ein bisschen verklickt. Ja, hier auch. Okay, ging ein bisschen schneller hoch als gedacht. Die 50 werden wir auch mal machen. Zack. Ja, wir gehen wirklich komplett all in. Wir können jetzt eh nichts entwickeln, deswegen kurz warten. Forschungspunkte erholen. Und wenn das fertig ist, würde ich auch sagen, sehen wir uns jetzt. So, es ist fertig. Wir bekommen 10 Millionen oben drauf. Es ist nicht viel, aber wir haben es auch genutzt wegen den anderen Sachen. Deswegen jetzt hier gehen wir einfach mal überall eins noch rein, damit wir ja überall wenigstens ein Upgrade schon mal haben. Dann wissen wir auch hier in dieser Hinsicht dann schon mal Bescheid. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir hatten bis hierhin, wenn nicht sogar eh schon bis hierhin. Deswegen machen wir mal so. Und gehen direkt nochmal überall rein. Hat sich ja gelohnt. Können wir auch gleich zweimal eigentlich machen. Eins und zack, zack. Zack, zack. Ja, oder auch nicht.
Ja, gehen wir mal nicht überall eins rein, sonst wird es zu viel. Oder? Ja, okay, das können wir uns eh schon nicht mehr leisten, aber gut. Ist, glaube ich, eh schon in Ordnung. Da wollten wir nicht, weil wir hier zumindest einmal höher gehen können, genauso wie hier. Und dann schauen wir mal tatsächlich, ob das passt. Boah, wie nennen wir das denn? Microsoft, Google, wir nennen es. Boah, jetzt fällt mir gerade überhaupt gar kein Name ein. Ja, bleiben wir einfach mal so unkreativ und machen einfach mal hier Apple TV. Boah, Gaming machen wir noch hinter. Zack. Und Modellname ist natürlich 1, weil es der erste ist. Können wir den einigermaßen mithalten? Hier auf jeden Fall, hier nicht. Ja, für den ersten. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das wird interessant. Nennen wir es mal so. Bei manchen sind wir sogar bei 100%, bei den anderen sind wir gefühlt 300 Jahre noch entfernt. Okay. Ja, hier auch 100%, da bin ich ja auch zufrieden. Aber bei dem Rest ist ja geisteskrank schlecht. Uff, das haben wir ja. Heißt, okay. Gut, ich glaube, in Raytracing brauchen wir nicht mehr reingehen. Moment, wir sind schon bei einem EEE schon krass. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Gehen wir hier mal auf. Achso, haben wir. Das ist Aussehen. So. Logo-Farbe. Machen wir mal weiß. Zack, fertig. Und jetzt soll es verkauft werden. Günstig natürlich. Also wirklich sehr günstig. Aber sagen wir mal ein 100er mehr. Zack. Soll nicht teuer sein. Damit wir ja gar keine Probleme hier bekommen. Ich hoffe natürlich, dass es einigermaßen zum Erfolg beibringt. Ich denke zwar nicht. Ja, apropos Erfolg, wir könnten auch einfach nur, weil wir es können, ein neues Handy noch rausbringen. Das 20 Pro. Damit wir, wie gesagt, hier kaum Probleme haben. Damit es auch gut funktioniert, alles. Auch geldtechnisch. Wir haben jetzt hier gar nichts verbessert, glaube ich. Deswegen gehen wir einfach mal so rein. Werden es ein bisschen günstiger anbieten von 4.400. Zack. Dann wird fleißig produziert und ich hoffe auch mit Erfolg, damit natürlich hier alles perfekt weiterarbeiten kann. Der Prozessor ist online, den werden wir direkt mal hochbringen. Ja, wir brauchen kaum Werbung machen, Kopien müssen wir sogar hier auch erstellen. Machen wir mal 1.490.000, ja, wobei wir dann auch 1,5 gehen könnten. Ja, okay, ist eh schon fast. Ja, investieren wir, zack. Und die Bewertung ist. Wow. Okay, ja, wegen den Raytracing verstehe ich. Gut, auf Platz 107. Ja, sind wir ein bisschen weit hinten, aber es hat verdammt viel gekostet. Das habe ich gerade nur so im Augenmerk mal gesehen. 200 Millionen hat eine Sache gekostet, mit noch nicht mal so viel Produktionsvorarbeit. Uff, ist das teuer. Das heißt, also, boah, forschen müssen wir schon extrem viel, damit sich das noch mehr lohnt. Wir machen zwar, glaube ich, gerade sogar Plus. Aber man darf es nicht unterschätzen, auf jeden Fall nicht. Deswegen gehen wir hier mal rein. Ich hoffe, das läuft auch relativ gut. Wir machen mal hier die 100.000 voll. Genau, nicht Maximum. Dann könnte es schlimmer sein. Ja, das war mir klar, weil wir fast dasselbe Handy rausbringen. Auch nur auf Platz 2. Sollte sich trotzdem gut verkaufen. Und damit schauen wir einfach mal weiter und warten vor allem auf Forschungspunkte. Okay, beides ist verkauft. Wir haben 650 Millionen dadurch bekommen, 1500 Forschungspunkte. Ja, und jetzt ist es für euch wieder ein kleiner Cut, denn ich muss tatsächlich gucken, weil das war ja absurd krass, wo wir überall schlecht waren. Also Grundfrequenz, maximale Frequenz ist ja Katastrophe, deswegen. Ja, mal schauen. Okay, wir haben einiges erforscht. Wirklich einiges. Haben auch zwischenzeitlich ein neues Level gemacht. Und gehen jetzt rein in den neuen Prozessor und können einigermaßen viel upgraden. Also, es hält sich zwar in Grenzen. So dass wir halt am Ende, ja, hier einigermaßen mithalten können. Hier sind wir perfekt. Aber bei den anderen jetzt noch nicht so ganz. Aber ja, wir können uns definitiv gut verbessern hier. Und ich hoffe auch, dass dadurch die Bewertung wieder ziemlich gut sich steigern kann, ob sie sich das wirklich wird, weiß ich nicht. Und die sind direkt auf Moment. Echt, das war doch so krass. Jetzt sind wir nur noch bei 100. Ist es wirklich unsere eigene Verbesserung oder von der das an? Ja, machen es einfach so. Zack, freischalten, fertig. Haben wir Logofarbe, ist eigentlich unser klassisches Pink. Zack. Die Markierungsfarbe kann von mir aus schwarz sein, braucht keiner.
Ja, ich glaube, das interessiert jetzt nicht wirklich einen. Wir bleiben relativ günstig mit 480. Wir können nicht viel verlangen. Also beim besten Willen nicht, so wie wir es aktuell vermarkten und verkaufen, können wir es nicht viel verlangen. Ich hoffe einfach nur, dass wir absolut viele Kopien machen können, dass es gut ankommt, dass wir wieder an so einen hohen Umsatz teilnehmen können. Ja, das würde mich erfreuen. Wir werden auch direkt mal schauen mit dem neuen Büro, dem letzten Büro tatsächlich. Wir gehen rein, 250 Millionen kostet es, aber erst nach dem Prozessor. Ich weiß gar nicht, warum das Wort für mich so schwer ist. Auf jeden Fall ist er jetzt fertig. Wir vermarkten ihn kostenlos und werden, gehen wir all in? Ist halt die Frage so. Ich glaube, wir werden 1 Million produzieren, aber all in weiß ich jetzt nicht. Okay, wir hätten nur all in gehen können. Wow! 9,4 Bewertung. Okay, das ist krass. Platz 60, wir arbeiten uns sehr, sehr hoch. Oh, Huawei kommt zu uns. Dieser Deal würde unser Unternehmen 33 Millionen beanspruchen. Naja, mach mal ein bisschen mehr, so vielleicht so 400, ja, 410. Perfekt. Okay, ist zwar günstiger, aber ja, spült halt nochmal mehr Geld rein. Was sehr, sehr gut und sehr wichtig ist. Damit würde ich sagen, jetzt wo das gerade vermarktet wird, zack, neues Büro, neue Mitarbeiter, maximale Bürostufe, das Spiel sagt es sogar selber. Ich bin gehypt, ich bin richtig, richtig gehypt. Prozessor ist sein Beruf, sein Ding. Dann machen wir das hier auch noch und dann haben wir das absolute Maximum rausgeholt aus diesem Spiel. Aber ich habe es ja schon vorher gesagt, das wird das letzte sein, das letzte Video zu diesem Spiel und es hat so Bock gemacht. Wir werden jetzt tatsächlich aber nochmal einen kleinen Cut reinbringen, denn ich will ein bisschen entwickeln noch in den Prozessor. Dann seht ihr gleich nochmal die ganzen Updates. Ja, ich hoffe, währenddessen werden wir nicht pleite. Okay, wir haben wieder einiges abgegradet bei unserem neuen Büro auch und wir gehen rein. Wir haben richtig Bock, wir wollen mehr. Aktuell zwar nicht so ganz mithalten wie andere, aber man sieht schon deutliche Prozente mehr als vorher. 180, 177, also wir legen richtig zu. Wir wollen auch richtig krass werden, weil das ist eine absurd krasse Einnahmequelle, wenn wir die wirklich zum Funktionieren bringen. Deswegen, neues Ding. Wir gehen aber allerdings auf 580. Zack, wir bleiben weiterhin bei günstig. Ja, weil wir halt so noch komplett gemischt sind, gut, schlecht, alle irgendwie alles davon, deswegen abwarten. Dann schauen wir auch gleich mal, oh, Xiaomi möchte ein neues Ding haben. Wir dürfen nicht verhandeln. 110 Millionen sind halt auch geisteskrank. Komm, machen wir. Xiaomi darf unser Ding hier hernehmen. Was ich krass finde, dass die jetzt schon alle so antanzen, zeigt auf jeden Fall, dass wir krass sind mit unseren Prozessoren. Hier gehen wir jetzt rein mit den Dingern, keine Präsentation. Viele Kopien, 853.000, wir gehen komplett all in. Wieder Hammerbewertungen, also wir sind hier glaube ich mit am erfolgreichsten mit diesen Prozessoren, was natürlich richtig, richtig gut ist und auch richtig gute Einkünfte erzielt. Wir ja, schauen gleich mal, dass wir auch direkt mal weiter forschen, direkt den nächsten rausbringen, damit es wirklich ohne Ende nach vorne geht, nach oben geht. Wir können auch gerne mal gucken, vielleicht bringen wir auch nochmal ein Handy vielleicht raus. Zack, schauen wir mal. Wir bringen unseren Prozessor da rein. Modellname. Ja, machen wir mal jetzt. Machen wir mal Pro, weil an sich ändert sich ja nichts, bis auf eine Sache. Und das beinhaltet hier unseren, der 8,4 Bewertung hat und damit mit Abstand der beste. Ja, okay, ja. Die RAM-Größe. Okay, RAM. Schauen wir mal gleich. RAM war hier, glaube ich. Na, dann müssten wir runtergehen. Deutlich. Ein bisschen. Hallo? Ah, okay, hier. Okay, das ist das Maximum. Können wir hier höher? Ja, ein bisschen. Okay. Ja gut, dann müssen wir halt vom Preis ein bisschen runtergehen.
Verständlich, wir können von mir aus auch mal ein günstiges Handy machen. Schauen wir mal. Ja, bleiben wir mal bei der günstigen Spalte. Gehen wir hier rein. Okay, das eine ist schon mal fertig mit dem Prozessor. Ich bin gespannt, wie viel Gewinn wir hier mitmachen. Ich kann mir zwar nicht viele vorstellen, aber wenigstens etwas, was dann auch schon mal etwas ist. Und hoffentlich auch mehr Forschungspunkte nochmal. Was ja auch wichtig ist, wir haben jetzt dann knapp 1500, vielleicht nochmal 1600. Ja, wir könnten kurz warten bis 1600. Genau, zack. Dann wird es hier schön verkauft. Zack, ja, nicht komplett, aber dann machen wir mal 170.000. Das dürfte hoffentlich gut ankommen. Ja, weil es eben so günstig ist. 9,5, 7,9. 9,2 bestbewertetes Handy, ja, nur auf Platz 58, aber immerhin etwas. Damit wird das jetzt hoffentlich auch gut verkauft. Wir haben noch mal hoffentlich gute Quellen mit der Forschung, was auf jeden Fall danach aussieht. Ich meine, wir haben jetzt knapp 2000, da können wir noch mal richtig dick aufrüsten. Damit gehen wir auch rein, würde ich sagen zumindest. Und das natürlich in diese günstigen Sachen hier. 30, hier machen wir Level 35, hier gehen wir nochmal richtig hoch. Level 15 bereits schon. Dann gehen wir hier einzeln mal und nochmal drauf ein. Das brauchen wir erstmal nicht machen. Hier können wir vielleicht nochmal etwas höher gehen. 30 machen wir auch nochmal etwas höher. Auf Level 20, hier gehen wir nochmal etwas höher. Dann warten wir tatsächlich noch mal ganz, ganz kurz. Ja, ein Pro Pro ist weg. Also gut vermarktet, knapp 450 Millionen. Gut, da geben noch ein paar Abgaben drauf, aber sonst bin ich zufrieden. Genau, hier gehen wir jetzt auch mal höher. Machen wir Level 20. Hier werden wir es erschaffen auch noch. Haben wir sogar noch relativ leicht geschafft. Texturenkerne haben wir auch noch mal erweitert. So, machen wir hier vorne noch mal was? Können wir was machen? Wir können. Ja, wir machen es auch. Zack. Und dann würde ich sagen, direkt mal rein in die nächste Produktion bei unserem Modell hier. Direkt hoch. Das ist halt so krass, dass es so weit unten ist. Hier sind wir oben. Hier sind wir oben. Boah, wir holen richtig auf. Aber das ist auch jetzt, weil wir halt den Rest komplett vernachlässigen, ehrlicherweise. Aber. Ja, wir frischen hoffentlich den Markt richtig gut auf, machen gute Konkurrenz, zumindest in Raytracing wenigstens. Genau, wir werden nochmal ja, etwas teurer von 600 damit durch. Ja, wobei, machen wir von mir aus mal 640, sind immer noch im günstigen Bereich, was gut ist. Dann holen wir das hier noch mit rein. Wäre ja auch krass, zum Beispiel, wenn plötzlich Apple um die Ecke kommt und sagt, ey, wir wollen deinen Prozessor. Das wäre nochmal heftig. Für euch jetzt ein kleiner Cut. Ich will ein bisschen Geld verdienen. Ich will ein bisschen erforschen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Kurz ein kleiner Zwischenstand. Wir sind bei 1,4 Milliarden Euro, weil dieses Projekt unfassbar ist. Also, das ist ein absoluter Wow-Moment. Das macht Kohle. Ihr glaubt es kaum. Geforscht habe ich jetzt einiges. Maximale Frequenz gehen wir nochmal ordentlich rein. Da investieren wir nochmal richtig rein. Mehr können wir, glaube ich, auch aktuell nicht machen. Also ich bin richtig in die Studie reingegangen. Ihr könnt es jetzt auch selber sehen. Ich habe extra eine Testserie hier extra aufgemacht, damit ihr diesen Unterschied definitiv sehen könnt. Insgesamt dann für euch das fünfte Modell. Und hier seht ihr es jetzt schon. Zack, zack, zack. Wir haben richtig aufgerüstet. Wir sind gut dabei. Bei allen Sachen einigermaßen in Ordnung, würde ich zumindest behaupten. 60%, 50% ist für mich noch in Ordnung. Genau. Ja, wir haben gut aufgerüstet. Wir sind exzellent dabei auf dem Markt. Ja, das ist so abgegangen, dieses Projekt. Raytracing müssen wir tatsächlich richtig jetzt investieren wieder. Da haben sie ein bisschen aufgeholt. Wir sagen auch die ganze Zeit nur günstig 1100, das passt uns. Und jetzt seid gleich gespannt, wie das abgeht, wie das, also wow. So wirklich, wow, der ist das uns egal, dass die Gehälter hochgehen, dass wir die maximalen Kosten schon fast haben von dem Büro, also wir haben die maximalen Kosten vom Büro, aber von anderen Sachen noch nicht. Das ist einfach wow, wir könnten in der Theorie jetzt auch sagen, okay, Fabrik, ja, verbessern, direkt 100 Millionen, easy, schaffen wir, laden, ach, wir brauchen schon laden, wir haben ein paar Milliarden hier. Machen wir mal, dass wir etwas weiter unten sind. Moment, jetzt haben wir exakt 1 Milliarde. Damit ihr den Vergleich einfach sehen könnt. Das ist so absurd, was hier abgeht.
So wahnsinnig krass, wenn man ehrlich ist. 25 Millionen Fans, das steigert sich ehrlicherweise nicht so extrem, aber wow, das Geld geht ab ohne Ende. Hier, also wir wählen es jetzt aus, keine Werbung, gar nichts und sagen direkt mal knapp fast 1 Million Kopien. Okay, zack, wir starten es. Die Bewertung, über die brauchen wir auch nicht sprechen, weil die ist auch in Ordnung. Hat sich ein bisschen zurückentwickelt, aber ist auch mega, wir sind unter dem Platz 9, sind auch in Ordnung, zufrieden damit. Und jetzt passt auf: An einem Tag allein 246, 313 Millionen gemacht. Nur an einem Tag. Das ist es krank. Das ist unvorstellbar. Forschungspunkte dadurch auch unfassbar krass hochgegangen. Also, vielleicht versteht ihr es jetzt, aber das ist so heftig, was hier abgeht. Von den Kosten her und sparen wir uns einiges. Hier. Erstes Unternehmen, was jetzt für den neuen Prozessor kommt, möchte mit uns verhandeln. Ja, wir sagen, okay, 1100 verlangen wir. Dann sagen wir 1035 von mir aus. Wir machen dadurch 76 Millionen zusätzlich plus. Und das ist wahnsinnig. Hier spenden. Ja, gut, das ist uns eh egal, wenn wir ehrlich sind. 2 Millionen interessiert uns gar nichts mehr. Aber wow, ich bin so überrascht, dass das so heftig abgeht. Und Entwicklung, ja, wir warten ein bisschen und schon haben wir 1800 Entwicklung. Das geht so schnell und man könnte ja sogar jetzt auch noch warten, bis dann wirklich alles verkauft ist, ohne Ende. Ich meine, selbst, ich weiß gar nicht warum, aber selbst unser Betriebssystem macht immer wieder durchschnittlich weiterhin 1 Million plus. Das ist auch schon, wo ich sage, okay, heftig. Ja, hier hat es sicherlich abgegradet, genau, das können wir direkt nochmal machen. Die Fabrik, dann sparen wir uns wenigstens ein paar Kosten mehr. Hier haben wir schon alles freigeschaltet, hier sind wir auch komplett durch. Ich würde sagen, für euch ein kleiner Cut, ich will hier nochmal investieren, um vielleicht einer der besten zu sein hier. Deswegen schauen wir mal kurz. So, ich habe mal wieder ein bisschen weit. So, ich habe mal ein bisschen wieder weitergezockt und ja, wir können einiges upgraden. Ihr seht es schon selber, wir haben überall fast. Das Anliegen die 100 geschafft. Wahnsinn. Es ist wirklich wahnsinnig, wie reich man damit werden kann. Und auch wie viel Forschungspunkte man bekommt. Also das ist wirklich sehr bewundernswert. Wir gehen jetzt hier nochmal einmal komplett durch. Zack. Und dann sind wir auch direkt mal fertig. Für diesen Prozess zumindest. Wir verkaufen weiterhin unsere Produkte sehr günstig. Wir machen trotzdem einen sehr hohen Gewinn. Warum? Weil ich. Moment, wir machen mal ein paar mehr. Weil ich tatsächlich bei der Firma, Fabrik richtig aufgewertet habe. Wir müssten jetzt sogar. Ja, gut, ja, aktuell noch nicht. Aber wir haben unsere Fabrik jetzt auf Stufe 8. Bedeutet weniger Produktionskosten und das wiederum mehr Gewinn, wenn wir am Ende sowas machen. 1 Million Kopien verlangen die hier. Wir würden 220 Millionen bekommen. Also. Es ist so absurd, wie viele Firmen mittlerweile auch kommen. Vivo kommt an. Jetzt auch nochmal Vivo tatsächlich. Die wollen sogar diesmal den vollen Preis bezahlen. Und schon haben wir 5 Milliarden Dollar. Das ist geisteskrank. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem kompletten Geld. Bin hier ein bisschen überfordert, minimal. Wir können auf jeden Fall hier das jetzt mal so machen. 1,75 Millionen nochmal investiert. 3. Ja, Milliarden können wir ehrlicherweise nicht uns leisten, zumindest aktuell nicht, noch nicht. Was wir uns aber nochmal leisten können, sind ein paar Geschäfte hier. Die investieren wir jetzt auch nochmal, sodass wir ja mal auf 70 Geschäfte kommen. Heißt, in dieser Hinsicht haben wir auch nochmal ordentlich Geld ausgegeben. Unser neuer Prozessor kommt auch bald raus. Deswegen schauen wir mal. Vorher kommt tatsächlich noch ein Angebot. Wir wollen das Maximale natürlich, zack. Auch hier wollen wir das Maximale von Lemovo. Ja, von allen eigentlich. Zack, hört gar nicht mehr auf. Jetzt haben wir schon wieder 2,5 Milliarden. Ja, 5 Millionen, ehrlicherweise können wir uns die ganz einfach leisten. Aber ja, damit ihr mal gerade wisst, warum ich hier ein bisschen auch gefangen bin. Eigentlich wollte ich schon längst beenden. Ich nehme schon seit über einer Stunde hier auf. Aber es macht so Bock. Du kannst dauerhaft was machen. Hier zum Beispiel auch. Wir geben sogar dauerhaft für die Werbung schon 100 Millionen immer aus. Also es ist wirklich geisteskrank. Wir können 1,8 Millionen Kopien wieder machen. Die Bewertungen sind auch immer gut. Ja, und wir kämpfen uns hoch. Schon auf Platz 3 auf jeden Fall. Und jetzt kommt wieder der Geldregen auf uns zu. Was auf jeden Fall auch wieder ein Riesenerfolg für die Firma ist. Handys und sonst was. Ja,
bringt einfach gar nichts mehr, weil wir halt so unfassbar krass sind bei diesen Prozessoren, da reicht das allein schon. Ich werde mich nochmal dran setzen, vielleicht schaffen wir einmal Platz 1 und dann sehen wir uns nach diesem kurzen Cut. Deines süßes Zwischenfazit, wir haben 14 Milliarden, ich warte eigentlich nur, bis ich irgendwann meine Firma aufkaufen kann. Und zudem können wir mal zum Prozessor schauen, denn der ist komplett voll geskillt, wir haben den komplett bis zum Tode geskillt. Ja, ich werde auch mal die anderen jetzt dann anfangen, weil wie gesagt, ich möchte so viel Geld haben, um eine Firma tatsächlich aufzukaufen. Und wir sind auch nicht mehr die schlechteste Firma. Logischerweise, man sieht hier, unternehmenswert sind wir zumindest die zweitschlechteste. Jährliches Einkommen sind wir aber wieder deutlich besser vor MediaRack. Und auch monatliches Einkommen sind wir unfassbar krass. Wir sind knapp an Xiaomi dran und danach gibt es ja die ganz großen Firmen. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob wir da nochmal irgendwie rankommen. Die meisten Fans haben wir natürlich noch nicht, da sind wir auch leider noch die schlechtesten. Aber genau, das ist auf jeden Fall aktuell der Plan. Und ich würde euch ab und zu kleine Zwischenfazits gerne geben wollen. Wobei, Moment, bevor wir weitermachen, wir erledigen das jetzt auch nochmal mit dem Maximum. Wir gehen hier überall hoch, komplett voll überall, sodass wir hier, damit ihr auch dabei wart, natürlich bei diesem Riesenerfolg, den wir hier gemacht haben, mit dieser Firma, muss man ehrlicherweise sagen, hier sind wir noch überall über 100. Wir haben unfassbar aufgeholt von dieser Entwicklung. Ja, geisteskrank. Wir nehmen auch, bisher hatte nämlich immer dasselbe, jetzt machen wir mal etwas anders. Genau, und dann verkaufen wir es. Und wie immer, fast schon, ihr wart zwar nicht dabei, aber wir werden es natürlich wie die letzten Male auch für günstig verkaufen, denn dadurch, ja, dadurch sind wir zu diesem Riesenerfolg gekommen, genau an der Grenze, und wir machen trotzdem 1260 plus. Das heißt, wir gehen rein und ja, das war auch der Erfolg und wir werden natürlich maximale Produktion gehen. Das heißt, hier nur noch ein paar Millionen haben und das kommt die ganze Zeit. Angebote von Huawei, die wollen es die ganze Zeit kaufen. Wir haben sogar schon aus einigen Verkäufen sogar schon eine Milliarde gemacht. Also es passiert einiges. Und logischerweise, weil wir alles Maximum haben, haben wir auch eine 10 von 10 Bewertung bekommen. Absolut krass. Und natürlich auch hier Platz 1, 147.000. Ich glaube, so hoch hatten wir es noch nicht mal bei den Handys. Also ich bin so happy, dass das so alles so funktioniert hat. Ich denke, es ist soweit. 45 Milliarden haben wir. Pablo TV King 7 ist gerade fertig geworden, heißt, da sollten wir definitiv gleich nochmal nachlegen. Ich glaube, das sollten wir sogar tatsächlich vorher machen. Deswegen gehen wir schnell mal rein hier in den Prozessor. Gut, das ist eigentlich 7B, es ist exakt dasselbe. Hier ist ja schon alles auf 100, also was soll denn hier besser werden? Bedeutet der Preis, ob der höher wird? Ja, deutlich. Okay, viel deutlicher sogar. Damit habe ich tatsächlich gar nicht gerechnet. Gehen wir mal ein bisschen hoch. Na, machen wir 2760. Genau, aber wir sollten definitiv gleich das haben mit der Firma, deswegen noch ein kleiner minimaler Cut für euch. So, wir können es veröffentlichen, werden natürlich hier die 100 Millionen als Vorstellung nehmen, das kennen wir ja alle schon, maximal alles. Wir werden nicht 20 Millionen, das ist nämlich deutlich zu viel, wir gehen mal aufs absolute Minimum sogar. Ich wollte eigentlich noch weniger, aber wir machen mal 4 Millionen Kopien, damit sparen wir uns einiges. Ja klar, ich würde Ihnen raten, dies zu kaufen, könnte schlimmer sein, ja. Was soll ich jetzt machen? Besser kann es definitiv nicht mehr werden. Deswegen, ja, ist für mich auf jeden Fall absolut akzeptabel. Wir müssen tatsächlich jetzt nochmal gucken, ob das Geld tatsächlich reicht. 37 Millionen ist der Unternehmenswert. Ich würde tatsächlich aber doch nochmal einen kleinen Ticken warten. Wir haben jetzt 45 Millionen, hat ein bisschen länger gedacht als länger gedauert als gedacht. So rum. Wir gehen jetzt zu Tecno und möchten sie gerne aufkaufen. Erfolgswahrscheinlichkeit, oh Gott. Wie viel? Da können wir so ein 50-50 draus machen. Oh. Sagen wir mal 45. Ah, schade. Können wir nochmal rein? Komm später wieder. Ja, okay, gut zu wissen. Wir brauchen definitiv noch mehr, also warten wir. Jetzt haben wir 49 Millionen, also starten wir einen neuen Angriff auf Tecno. Mal schauen, ob es diesmal gelingt. Machen wir mal so ein 50-50-Ding draus. 44 Milliarden. Und es wurde tatsächlich angenommen. Wir haben Tecno aufgekauft.
Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was jetzt passiert. Unser Firmenwert ist auf jeden Fall in die Höhe gestiegen. Ja, wir haben jetzt auch nur noch 4 Milliarden. Und so richtig passiert gar nichts, habe ich das Gefühl. Vielleicht kriegen wir von beiden Einnahmen. Das wäre tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Mal schauen. Wir werden auf jeden Fall weiter hier fleißig was machen. Ihr seht schon selber. Maximal ist zwar hier noch nicht so ganz so viel beim Betriebssystem, aber wenigstens etwas. Da fehlt aber noch, ja, etwas, würde ich mal behaupten. Okay, wie wird jetzt hier quartalsweise was angezeigt? Wir können jetzt hier sammeln und haben 800 Millionen auf einen Schlag bekommen. Das ist nicht schlecht. Und wir bekommen die nächsten Angebote. Auf jeden Fall für euch ein neuer Cut. So, wir haben 47 Milliarden, haben jetzt hier wieder ein paar Angebote bekommen. Für mich ist tatsächlich jetzt zu Ende. Ich habe einiges nochmal gespielt, locker nochmal 3-4 Stunden oben drauf gelegt. Und es ist zu Ende. Es ist definitiv zu Ende. Wir haben die Prozessoren als auch das Betriebssystem komplett auf Maximum. Tablet leider überhaupt nicht fokussiert, hat mich auch nicht interessiert. Janis habe ich zumindest mal angefangen, aber das dauert mir persönlich auch ein wenig zu lang. Hier sind zum Beispiel die Kamera schon mal Maximum, hier hinten die letzte Seite auch, aber die beiden Sachen definitiv nicht. Ich hoffe, euch hat das Projekt als auch das Video natürlich gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein und ciao!